Ja, Digga, das ist dein erstes Mal im Rollstuhl, ne? Alright. Ich habe schon gelernt, wie man den Alltag im Rollstuhl geregelt bekommt. Wie man einkaufen geht. Die sind ja direkt hier. Okay, perfekt. Wie man im Club tatsächlich auch richtig fett feiern kann. Und es hat meinen Horizont krass erweitert. Richtig krass. Eine neue Perspektive auf alles. Fast alles. Und jetzt, wo Sport plötzlich so ein elementarer Teil von meinem Leben geworden ist, hat man erstmal wieder realisiert, wie oft man halt einfach wirklich vergisst, wie anders auch dieser Bereich des Lebens wäre, und zwar komplett, wenn man im Rollstuhl sitzen würde. Und wann denkt man da schon drüber nach? Alles wäre komplett anders. Gut auf jeden Fall, dass wir jemanden kennen, der dieses ganze Sportding auf Nationalebene gemacht hat. Boah, Alter. Hey, was geht ab, Mann? Alter, it's nice to see you again. Der Mann mit den roten Haaren. Wir haben uns lange nicht gesehen, mein Freund. Digga, es ist viel passiert. Euch beiden muss man erstmal komplett gratulieren, Alter. Was ihr da auf YouTube gerade abzieht, ist ja nicht mehr normal. Guck mal, ich werd gerade so rot wie deine Haare. Digga, du hast aber auch ein ganz neues Chapter aufgemacht, neues Kapitel. Boah, volle richtig Kanne. Geil, richtig geil. Einfach jetzt zwei Kanäle, ist aber auch viel Verantwortung, ne? Es geht. Gut, auf dem Kanal ist es gerade das erste Video, was wieder online kommt. Hallo Freunde, der Kanal lebt noch. Bei mir natürlich ganz klar, so wegen diesem musikalischen Weg, den ich jetzt halt unbedingt gehen will. So. Nein, den fühle ich. Danke, Mann. Das freut mich auch mega. Neben Musik und neuem Kanal. Neuen Kanal kann man an der Stelle auch mal erwähnen, ne? Der ist ja. Da drehen wir auch heute Abend noch was und ist schon online. Krass. Digga, also ich würde dich am liebsten jetzt einmal so hier aufknöpfen und mal gucken, was da drunter ist, weil ich habe es nur auf Instagram gesehen. Ich weiß noch, du saßt damals bei mir auf der Couch und es war alles so, oh, ich brauche ein bisschen mehr Sport, ein bisschen mehr Gesundheit. Mhm. Und plötzlich kommt so ein Bild, zusammen mit Kevin Wolter war das. Und ich dachte mir so, Digga, was hast du gemacht? Ja, Mann, das war schon krass. Nee, jetzt mal Retalk, was hast du gemacht? Wie oft gehst du trainieren? So? Gar nicht so krass oft, 2 bis maximal 3-mal die Woche. Was Sport angeht, ist, glaube ich, einfach die Kontinuität irgendwie das Wichtige. Ja. Aber Thema Sport bringt das ja, glaube ich, auch zu einem Punkt, der heute ganz interessant ist. Vor allem, weil du da ja auch ganz viel zu erzählen hast, was deine Vergangenheit angeht. Ich habe das, glaube ich, noch nie so richtig erzählt. Das ist Premiere hier, wirklich. Also ich weiß auf jeden Fall, dass du es mir privat schon mal hier und da so ein bisschen erzählt hast und einfach nur so ein paar Facts, wo man denkt so, wow, okay. Aber so richtig Detail, glaube ich, werde ich jetzt heute ein bisschen mehr erfahren, oder? Du wirst heute auf jeden Fall alles erfahren. Wir sind hier nicht irgendwo im Grün, sondern wir sind vor einer Sporthalle. Du bist jetzt gerade voll im Sport unterwegs und ich glaube, du solltest mal einen Sportrollstuhl kennenlernen. Und du musst auf jeden Fall auch mal einen Basketball in die Hand nehmen. Und dann mal versuchen, den Korb zu treffen. Oh, damn. Ich werde dich aber heute auf jeden Fall auseinandernehmen. So, ah, wie immer. Digga, ich habe nichts anderes erwartet. Ich sage, let's go, oder? Bitte in der Lage. Freunde, nach innen. Wow, wow, wow. Wieder eine Gruppe. Das ist schon wieder. Der Typ, der hat einen Knacks, ey. Wow, sick, Alter, wie die aussehen. Ey, weißt du, an was mich das erinnert? Nee. An diese Boxautos, die es auf der Kirmes und so gibt. Weil wegen diesen kranken Bumpern so. So Rammschutz nennt man das, ja. Ja, die sehen wirklich richtig sportlich aus. Also man merkt direkt, boah, damn. Weißt du was, die fühlen sich auch genauso an. Probier den mal aus. Das ist, glaube ich, deiner und das ist mein Alter. Den habe ich in meiner Nationalmannschaftszeit benutzt. Nee, echt? Ja, guck mal, wie ramponiert der ist. Digga, der hat ja richtig History dann. Das ist ja richtig krass, Mann. Ja, Mann. Hast du das selber dann auch gefixt und so teilweise hier so mit den Dingern, oder? Ja, natürlich. Und dann bin ich dann immer in die Gegner reingefahren. Aber egal, komm, echt? Lange Geschichte. Setz dich da rein. So, die Dinger musst du erstmal ein bisschen zur Seite tun, genau, ja. Genau. Und dann macht man diesen typischen Move, den ich letztes Mal schon so schwierig fand. Ganz genau. Ja, das sieht gut aus. Eigentlich überhaupt nicht, aber ich sag jetzt, es sieht gut danke, aus. Bro, danke, Bro. So, wie ist das Feeling, hä? Für mich gerade noch mega befremdlich, dass meine Beine einfach zusammengebunden sind, aber, boah, agil. Agil? Agil, Digga. Agil, sagt. Also man spielt direkt, okay, man ist flitziger unterwegs. Das ist ja richtig geil. Wow, drehen, okay. Boah, nach hinten kippen ist ja fast unmöglich. Richtig. Kannst du dir vorstellen, woran das liegt? Wann man geht es überhaupt? Voll schwer. Also müsst ihr jetzt richtig anstrengen. Hiermit kannst du kein Wheelie machen. Fällt dir direkt auf. Ne? Ja, voll, aber... Das heißt, für den Straßenalltag absolut ungeeignet. Das stimmt. Dann ist man auf jeden Fall, wenn ein Bordstein kommt, ist man direkt kaputt. Aber ich muss sagen, ich fühle mich in dem Ding 1000-mal wohler als in dem anderen. Jetzt echt jetzt? Allein wegen diesem Aspekt, weil ich einfach weiß so, ah, Digga. Alter, womit chillen, Digga. Den würdest du auch ins Wohnzimmer stellen, ne? Boah, und warte mal, wo wir bei meinem Fitness-Thema sind, gell? Ja. Hier kann man halt die ultimativen Bauchübungen mitmachen, so. Ob das so gesund ist? Optimal. Ja, wir gehen auf jeden Fall jetzt zur ersten Übung, mein Freund. Denn das ist jetzt ein Sportrollstuhl und damit wird auch Sport gemacht. Okay. Ja? Also das Wichtigste ist natürlich das Fahren, ne? Aber so ein bisschen fahren kannst du ja. Also du weißt, ne, so geht's nach vorne, so geht's nach hinten, so dreht man sich. Deshalb würde ich sagen, das machen wir so ein bisschen Learning by Doing. Ich will, dass du heute den Ball in die Hand bekommst. Das will ich auch. Ja, das willst du auch. Das will ich auch. Und darum geht's mir auf jeden Fall. Den Basketball-Bundesliga-Champion, World-Champion schlechthin hier mal herauszufahren. Ja? Okay. Vor 18 Jahren warst du in genau dieser Halle und hast hier angefangen, Rollstuhl fahren zu lernen. 100%. Ich kam mit so einem richtig kaputten Rollstuhl hier rein. Und dann habe ich gesehen, dass die alle so total schnell waren. Und ich sag's dir, wie es war, kann meine Mutter bestätigen,
Nach dem ersten Mal wollte ich nie wieder hierher kommen, weil die waren alle viel zu schnell. Aber das lag halt daran, dass ich einen kaputten Rollstuhl hatte. Und dann hatte ich zum Glück diese Trainerin, die du auch kennengelernt hast. Und die hat mir dann gesagt, es liegt am Rollstuhl, komm noch mal vorbei. Und dann habe ich einen richtigen Rollstuhl bekommen. Das ist auf jeden Fall so ein ganz kleiner, passender Rollstuhl für mich gewesen. Hammer. Und damit bin ich dann durch die Halle geflitzt und irgendwann war ich dann so schnell wie alle anderen. Und irgendwann warst du noch schneller als alle anderen. Ja, ich werde Du hast letztendlich dich dann von dieser Gruppe auf die nächste Gruppe hochgearbeitet. Ganz genau. Und später habe ich dann halt gesagt, okay, will mit dem Ball noch ein bisschen mehr machen, in den Leistungssport gehen. Und dann habe ich da halt auch Vollgas gegeben und früher, später habe ich dann in der Bundesliga gespielt, Nationalmannschaft gespielt. Damn. Okay, mein Freund. Meine Karriere hat mit 1,5 Jahren Fahrtraining ohne Ball angefangen. Du hast 1,5 Jahre erstmal gar nichts mit Ball gemacht? Ich durfte keinen Ball berühren. Und das war quasi dein Basketballtraining? Richtig. Aber wir haben heute viel zu wenig Zeit. Das heißt, ich würde sagen, du darfst direkt anfangen und wir machen das Ganze Learning by Doing. Das Wichtigste beim Basketball ist natürlich, dass du vorankommst. Das heißt, du musst irgendwie dribbeln. Mhm. Aber beim Dribbeln brauchst du deine Hand. Das heißt, mit der Hand kannst du in dem Moment nicht fahren. Ah, logisch, dann würde man theoretisch eigentlich die ganze Zeit eine Kurve fahren. Richtig, ja. Du wirst dann die ganze Zeit dich im Kreis drehen. Also gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, du legst den Ball auf den Schoß und fährst dann so. Aber dann bist du halt nicht so schnell und irgendwann rollt der Ball runter. Aber ist das nicht verboten? Oder darf man das machen? Ja, du darfst zweimal schieben und dann musst du dribbeln. Aber das Ganze kannst du viel smarter lösen, indem du den Ball so ein bisschen vorlegst. Das heißt, du machst es so. Genug erklärt, jetzt bist du dran. Puh. Also, das ist deine Linie, ja, die blaue Linie. Dribbelst du jetzt mal entlang, ja? 3, 2, 1, go! Aha. Körperhaltung, setz dich mal ein bisschen gerade hin. Okay, was hast du jetzt gemerkt? Du hast den Ball versucht aufzuheben und bist in die Wand gefahren. Ich hab gehofft, keiner merkt's. Da können wir eine Szene einblenden, weil das hast du schon öfter gemacht. Wow! Alter, hast du gerade die Tür nicht gesehen? Der hat einen Knacks, ey. Als du dann die Entscheidung getroffen hast, okay, du wirst es professionell machen, hat das dein schulisches Leben beeinflusst? Hast du dann teilweise Freiräume von der Schule bekommen? In Deutschland ist es nicht so wie in den USA. In den USA ist halt krass, ne? Da ist Sport und Schule, das ist so eins und da wirst du unterstützt. Hier in Deutschland musst du dann eigentlich, während du unterwegs bist, deine Hausaufgaben machen. Die Lehrer wollen nichts davon hören. Nee, ach, krass. Wenn der Ball am Boden ist und rollt, ja, dann kannst du den Ball ganz einfach. Wow! Das war sexy! Ja, hast du verstanden, wie das funktioniert hat? Ja, aber ich werde es absolut verkacken dabei. Ich leg dir den Ball vor, ja, ganz langsam. Und du gibst Vollgas, ja? Okay. 3, 2, 1, go! Drück ihn ans Rad. Ah! Zelt, oder? Das war alles andere als episch. Second try, oder? Noch ein? Okay, ja, komm, auf jeden Fall. Komm. Jetzt musst du schnell sein. Yeah! Boah, am falschen Ende gerade noch gezogen, Alter. Ich dachte so, bremsen! Und dann war es die falsche Seite. Ich hab's gesehen. Das ist sad life. Ich hab's gesehen. Aber? Digga, fürs erste Mal, was sagt ihr? Schreibt's in die Kommentare. Ich bin zufrieden mit dir. Den Trick, den kannst du. Wie können wir das lösen, dass du nicht mehr in die Wand fährst? Größere Halle? Wände weg. Wände weg, ja, ja. Ihr seid lustig. Nee. Es gibt den Dribbelstopp. Das heißt, wenn du fährst und den Ball dann einmal deutlicher aufprallen lässt, dann fliegt er die ganze Zeit hoch. Fliegt er hoch und du hast genug Zeit zu bremsen. Also, ich bin am Dribbeln. Genau, am Dribbeln. Und jetzt willst du stoppen. Ah! Warte, ich muss erstmal Trick Nummer 2 anwenden. Simon, bitte. Siehst du die Wände eigentlich nicht kommen? Ich wollte dich gerade so überzeugen, ich wollte gerade einfach den Trick 2 machen, wie ich dann einfach so den Ball auffange und dann direkt hoch und dann boom, einen Dribbel stoppen, genau vor der Wand stehen bleibe. Das ist doch eine Frage von Timing, Digga. Ja, Timing war nicht ganz mein Freund. Okay, machen wir nochmal. Richtig hoch. Bremsen. Yes! Das war's doch irgendwie. Das war's. Den hab ich gefühlt, ja, Mann. Geil, okay. So, die Basics, die kommen langsam. Boah, bist du nicht auch krass am Sweaten? Ja, schon ein bisschen. Level up, dann geht's richtig los. Das sounds like a good plan. Aber du hast dann auch wirklich eine Weltmeisterschaft gespielt. Ja, ich habe mitgespielt und die Erfahrung, die nimmt mir keiner. Spürst du da immer so einen Schmerz? Spürst du so ein Stück Nostalgie? Natürlich. Ey, es kommen so viele Erinnerungen hoch. Alleine mit dir jetzt hier so ein bisschen zu zocken, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und natürlich, das kribbelt unter den Fingern. Irgendwann werde ich auf jeden Fall wieder anfangen, 100%. So, the right, ja? Die Mission? Jetzt kommt die Mission. Puh, für uns zählen diese bunten Bänder dann nicht. Wir müssen nein. Die Kinder können auf die bunten Bänder werfen, aber mein Freund, du musst den Korb treffen. Okay. Das heißt, ich bitte dich, fahr so nah wie möglich ran, Step by Step. Und jetzt zeig alles. Volle Präzision. Ich weiß schon mal, was ich machen muss. Ich muss die Ecke da oben rechts treffen, gell? Ja, nee, dafür musst du dich noch ein bisschen besser hinstellen. Ich bin genau hier. Und dann triffst du die Ecke. Digga! Zweiter Wurf, direkt drin. Entspannte Angelegenheit. Es ist nicht so ein krasser Unterschied, finde ich gerade, vom Stehen. Ja. Gefühlt, wenn man sich an die richtige Position begibt, aber ich glaube, hier hinzukommen, ich glaube, halt im aktiven Spiel, ja, das wird die Herausforderung sein. Das wird wirklich die Herausforderung. Normalerweise ist ja alles in Bewegung. Wir sind ja eigentlich noch Gegner und alles. Okay, jetzt wird's richtig wild, mein Freund.
Dankeschön. Der hat mir wirklich gefallen. I tried. Willst du jetzt noch einen Freiwurf werfen? Ja, ein Dreier. Alles klar. Ein Freiwurf? Immer ein Dreier. Safe. Boah, Dan ist freaking weit. Okay, jetzt kriege ich hin. All good things are three. Von oben. Ich glaube, du brauchst eine Pause, ja? Du bist nicht mehr so frisch. Was hat dich dazu gebracht zu sagen, okay, das ist trotzdem jetzt nicht das, was du als Karriereweg einschlagen willst? Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber Basketballer sagen ja oft, Ball is life. Also Basketball ist das Leben. Und das hat für mich irgendwann nicht mehr so richtig gepasst, weil ich wollte noch andere Sachen machen. Und Leistungssport ist Leistungssport. Das heißt, jeden Tag musst du am Start sein. Ja. So, und da neben ein Studium oder ein Beruf, YouTube ist ja jetzt auch eine Art Beruf geworden, das ließ sich einfach nicht kombinieren. Und ähnlich wie du, ich bin so ein Typ, entweder ganz oder gar nicht. Ja. Und das war dann die Entscheidung. Wow. Digga, das war halt wirklich der 100. Versuch. Gerade. Digga, du hast durchgezogen, du hast es geschafft. Ich kann nicht aufhören, bevor ich sowas nicht geschafft habe. Bist du bereit? Hey Jungs, was geht ab? Hey, was geht? Wie, was machen wir hier? Das ist meine Halle. Ich bin hier vor 18 Jahren schon gewesen. Unsere Halle. Wie ist deine Halle? Eure. Okay, die haben eine ganze Truppe dabei. Jungs, wir wollen keinen Stress. Wir kommen im Frieden. Wir müssen es irgendwie klären. Wir machen ein Spiel. Hör zu, das könnte uns retten. Wir machen ein Spiel. Ihr alle gegen uns. Wenn ihr gewinnt, dürft ihr bleiben. Wenn wir gewinnen, dürfen wir bleiben. Das ist eine tolle Idee. Doch, du musst einfach. Mega Idee. Mach einfach das, was ich mache, ja, okay? Mega. Nehmt ihr die Herausforderung an? Ja. Ja, das klang nicht so überzeugend. Nehmt ihr die Herausforderung? Das ist eigentlich echt nicht so schwer, ja? Du hast ja gerade das Dribbeln gelernt, du musst einfach Vollgas geben. Die sind noch nicht so groß, weißt du? Du bist größer. Also das Ding ist jetzt aber, wenn ich jetzt verkacke, dann wirst du aus der Halle rausgescheucht, wo deine ganze gesamte Basketball-History einfach den Schatten gefunden hat. Digga, du musst jetzt 100% gehen. Ah Mann, Digga, wir kriegen's hin. Digga, denk daran, was ich dir beigebracht habe, Mann. Denk an den Wheelie, denk an alles. Wir haben heute Gegner und wir werden eine Challenge machen. Hier in dieser Halle habe ich Rollstuhlfahren gelernt. Hier bin ich zum Nationalspieler geworden, kann man sagen. Und jetzt kommt da eine Truppe auf uns zu, eine Truppe Kids. Es geht los. Wir müssen verteidigen. Hol die mal runter. Und er hat mich im Schlepptau. Alles klar. Ah! Wow, tschüss. Oh, so, mein Freund. Und das ist der Vorteil an diesen Dingern hier unten, gell? Ja. Freunde, bei Leroy ist jetzt das Video online, wo wir tatsächlich die Herausforderung annehmen und das ultimative Battle antreten gegen die ganze Crew hier, die ja, sag ich mal, deine Nachfolger sind. Ja, auf jeden Fall. Da könnt ihr gespannt sein, Freunde, wie der Ausgang ist. Bis hierhin war alles cool. Ob das Ganze jetzt ausreicht für einen Win, sehen wir dann. Schaut jetzt auf jeden Fall bei Leroy vorbei. Vielen, vielen Dank für die geile Erfahrung. Ich find's immer absolut bereichernd, mit dir Sachen zu drehen. Ich fühl's zu 100%, zu 100%. Digga, dir möchte ich auch nochmal danken, dass du das überhaupt machst, dieses Projekt mit mir zusammen. Ohne Witz, ich mach's wirklich gern. Ja, aber zeig mir mal jemand anderen auf YouTube, der sagt, ich will mich einfach mal in den Rollstuhl setzen. Einfach mal ausprobieren, wie ist denn diese Perspektive überhaupt? Hättest du das vor einem halben Jahr gedacht, dass du plötzlich hier in der Halle bist und mit anderen Rollstuhlfahrern Rollstuhlbasketball spielst? So? Niemals, ich liebe es aber. Crazy, ich find's absolut Hammer. Also ich fand's mega schön auch zu sehen, wie krass leidenschaftlich die Kids hier teilweise mit dabei sind. So. Die fühlen es 100%. Die fühlen es richtig krass. Ja. Das ist richtig heftig. Deswegen jetzt, Leute, rüberschauen zu Leroy. Lohnt sich auf jeden Fall. Schaut vorbei. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns da.